voller Genuss und Erfolg, voller Bewunderung, voller Ansehen. Der Schlüssel dazu ist, ja, Intelligenz. Attraktivität, Beliebtheit, romantische Abenteuer, all das ergibt sich ganz von selbst, wenn sie regelmäßig... Ich gehe da mal kurz rein, das glaubt doch niemand, dass vor unseren Videos seltsame Werbung läuft? Nein, ich meine, dass es irgendeinen Trick gibt, die Intelligenz zu steigern. Oder gibt es ihn vielleicht doch? Und damit herzlich willkommen zur Frage, wie kann ich intelligenter werden? Ja, es mag klingen wie eine rhetorische Frage, aber ich meine es ganz ernst. Schritt für Schritt. Wenn man die Intelligenz vergrößern will, dann sollte man erstmal gucken, was ist Intelligenz eigentlich? Vielen Dank übrigens für alle eure Kommentare genau dazu unter unserem letzten Video. Die Antworten waren sehr vielfältig. Und das deckt sich mit der Intelligenzforschung, die ist auch sehr vielfältig. Über die Jahre tauchten immer wieder neue Definitionen auf und alte wurden verworfen. Oder anders gesagt, es gibt nicht die eine allgemeingültige Definition von Intelligenz. Es gibt auch nicht die Intelligenz. Ist natürlich unpraktisch, wenn man was erforschen möchte, das sich nicht allgemeingültig definieren lässt. Ja, und was macht man, wenn sich die Kollegschaft nicht einig ist? Man setzt sich zusammen und überlegt, wie es intelligente Menschen eben tun. Und versucht, eine Definition zu finden, mit der alle zufrieden sein können. Ja. Und genau das hat die amerikanische Intelligenzforscherin Linda Gottfredson im Jahr 1994 gemacht. Das kam raus. Intelligenz ist eine sehr allgemeine Fähigkeit, die unter anderem die Fähigkeiten zu schlussfolgerndem Denken, zum Planen, zum Problemlösen, zum abstrakten Denken, zum Verstehen komplexer Ideen, zum raschen Auffassen und zum Lernen aus Erfahrung einschließt. Ja, sehr vielsagend dabei ist, Gottfredson hat 131 ihrer Kolleginnen und Kollegen angeschrieben, um mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, was Intelligenz ist. Es haben 100 Leute geantwortet und von denen haben 48 diese Definition nicht unterschrieben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie waren nicht einverstanden mit Teilen oder gleich mit der ganzen Definition. Und manche hatten schlicht Angst um ihre Karriere. Aber... höre ich euch sagen, es gibt doch IQ-Tests, so muss man doch irgendwas definiert haben, was sich messen lässt. Naja, IQ steht nicht für Intelligenz, sondern für Intelligenzquotient. Was das genau ist, erzähle ich gleich. Wichtig ist, so ein IQ-Test misst nur die fluide Intelligenz, muss ich kurz erklären. Also in einem weit verbreiteten Intelligenzmodell gibt es zwei Arten von Intelligenz, die fluide Intelligenz und die kristalline Intelligenz. Die bezeichnet angehäuftes Wissen und Erfahrung, also alles, was man gelernt hat im Laufe des Lebens. Die dagegen steht allgemeiner für die Fähigkeiten, logisch zu denken, Schlüsse zu ziehen und Probleme zu lösen. Beim IQ-Test, also beim Test des Intelligenzquotienten, will man genau diese Fähigkeiten erfassen und nicht messen, wie viel Wissen ein Mensch angehäuft hat, weil das objektiver sein soll. Wir können mal einen kurzen Test machen, damit ihr einen Eindruck bekommt, was der Unterschied ist zwischen kristalliner und fluider Intelligenz. Hier sind drei Umrisse von Ländern. Welches davon ist die Schweiz? Und wie groß ist die Fläche der Schweiz? Ja, alle, die schon länger diese Videos hier sehen, wissen das natürlich. Allen anderen empfehle ich das Video da. Das war eine typische kristalline Intelligenzaufgabe. Und jetzt zur fluiden Intelligenz. Welche Zahl sollte logischerweise als nächstes kommen? Zu einfach? Okay, dann in dieser Reihe fehlt ein Element. Welches? Habt ihr gerade auf Pause gedrückt? Ist zu schwer? Das sind ganz klassische IQ-Testaufgaben. Da geht es um logisch-abstrakte Fähigkeiten. Bisschen wie in der Schule. Und das ist auch kein Zufall, denn der IQ-Test wurde entwickelt, um vorauszusagen, wer in der Schule scheitern wird. Tja, richtig gehört. Es sollte gar nicht gemessen werden, wie besonders weit ein Kind entwickelt ist, sondern wie sehr es den anderen hinterherhängt. Das klingt hart,
Und wahrscheinlich war das alles total gut gemeint im Jahr 1904. Da wollte das französische Schulministerium nämlich Methoden finden, um rauszufinden, welche Kinder in ihrer Schullaufbahn Förderung brauchen werden. Alfred Binet und Théodore Simon entwickelten daraufhin Testaufgaben. Und mit denen wollten sie feststellen, wie entwickelt die Intelligenz der getesteten Kinder war. Und das kann der Test bis heute ganz gut. Aber die Zahl, die dabei rauskommt, die sagt leider überhaupt nicht viel aus. Denn die Ergebnisse der IQ-Tests werden jedes Jahr neu bewertet. Das ist das Besondere an einem Intelligenzquotienten. Quotient bedeutet, dass zwei Werte miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Beim Intelligenzquotienten sind es diese beiden Werte. Mein Ergebnis beim Test im Verhältnis zu allen anderen Ergebnissen beim Test, die im selben Jahr gemacht worden sind. Ein IQ von 100 ist dabei der Durchschnitt aller Testergebnisse. Wenn mein Testergebnis über 130 liegt, bin ich hochbegabt. Bei einem Wert unter 70 tiefbegabt. Damit der Durchschnittswert bei 100 bleibt, müssen die Intelligenztests regelmäßig neu normiert werden. Im Klartext heißt das, wer in den 1950er Jahren mit seinen gelösten Aufgaben genau im Mittelfeld lag, würde heute nur noch ein IQ von 72 erreichen. Einfach weil der Mittelwert sich verschoben hat. Ja, IQ von 72 ist sehr nah dran an einer Lernbeeinträchtigung. Natürlich waren die Menschen in den 50ern nicht weniger begabt, sie waren vielleicht nur nicht so vertraut mit der Art von Aufgaben, die es in IQ-Tests gibt. Und auch ja, wir sind in den letzten Jahren immer intelligenter geworden. Das liegt an der Schule. Da werden wir schon sehr früh mit der Art von Denken vertraut gemacht, die Punkte in IQ-Tests bringt. Wir haben nur deshalb nicht alle ein IQ von 150, weil der Mittelwert immer angepasst wird. Dummerweise haben Forschende auch herausgefunden, dass wir anscheinend wieder auf dem Weg nach unten sind. Ein Grund könnte sein, dass wir viele logisch-mathematische Aufgaben einfach auslagern. Wir rechnen zum Beispiel weniger mit dem Kopf, dafür mehr mit den Fingern, tippend auf dem Taschenrechner. Aber glücklicherweise bekommen wir diesen Abstieg gar nicht mit, weil ja der IQ immer angepasst wird. Und übrigens, mit Hirnjogging-Apps lassen sich IQ-Testaufgaben üben. Das kann dazu führen, besser beim Test abzuschneiden. Das mag für eine Mensa-Mitgliedschaft ein guter Weg sein, aber das ist nicht dasselbe wie intelligenter werden. Denn der Wert, der beim IQ-Test rauskommt, der sagt ja eigentlich nur, wie gut ich die Aufgaben in diesem speziellen Test gelöst habe. Und das Üben der typischen IQ-Testaufgaben verbessert meine Fähigkeiten nur in einem bestimmten Bereich. Und Fähigkeiten ist vielleicht der Schlüsselbegriff. Es gibt ja keine allgemeine, von allen gleichermaßen anerkannte Definition von Intelligenz. Und deshalb finde ich es völlig in Ordnung, Intelligenz für mich zu definieren als Summe aller meiner Fähigkeiten, um möglichst effizient durchs Leben zu kommen. Effizient im Sinne von alles, was ich mache oder auch nicht mache, ist, ganz vereinfacht gesagt, eine wirtschaftliche Entscheidung meines Hirns. Es versucht vorauszusagen, wann es Ressourcen bzw. Energie ausgeben und wann es sparen soll, um mein Überleben zu sichern. Je effizienter ich einzelne Fähigkeiten ausübe, desto weniger Ressourcen brauche ich. Die kann ich nutzen, um wiederum andere Fähigkeiten auszubauen. Denn das ist das Tolle. Fähigkeiten lassen sich trainieren. Und das gilt nicht nur für logisch-mathematische Fähigkeiten. Auch das Gedächtnis. Also ich zum Beispiel hatte früher immer Probleme, Sachen auswendig zu lernen. Aber seitdem ich regelmäßig für Wissen macht A zum Beispiel meine Texte auswendig lernen musste, merke ich, wie schnell das mit dem Merken inzwischen geht. Mit jedem Auswendiglernen geht das Auswendiglernen leichter. Und auch Sport wirkt sich positiv aufs Gedächtnis aus. Wenn Muskeln arbeiten, werden nämlich Botenstoffe ausgeschüttet. Und die unterstützen die Hirnleistung. Anderes Beispiel. Spielen mit Konstruktionsspielzeug wie Lego oder Geomag fördert räumliches Denken. Das gleiche gilt für Modellbau und Puzzles. Und auch mit jeder Sprache, die das Gehirn lernt, steigert man die eigenen Fähigkeiten. Und dabei muss es nicht mal eine Fremdsprache sein. Es funktioniert auch in der eigenen Sprache. Also angenommen, für euch gibt es nur zwei Gefühlszustände, nämlich ich fühle mich super großartig und ich fühle mich total beschissen.
Das wäre eine sehr grobschlächtige Einteilung für die Vielfalt an Gefühlen, die ein Mensch so empfinden kann. Und das hätte zur Folge, dass ihr nicht nur eure Emotionen sehr grob wahrnehmt, sondern auch die von anderen Menschen. Wenn ihr stattdessen viel feinere Kategorien von super großartig und total beschissen habt, also zum Beispiel glücklich, zufrieden, begeistert, entspannt, freudig, hoffnungsvoll, bewundernd, dankbar oder eben in die andere Richtung gereizt, beunruhigt, gemein, mürrisch, düster, beschämt, ängstlich, neidisch, traurig, melancholisch, dann hätte euer Hirn nicht nur mehr Vielfalt im Ausdruck, also wie ihr Gefühle beschreibt, sondern auch im Eindruck, also wie ihr Gefühle wahrnehmt. Und das steigert in jedem Fall das, was einige Forschende emotionale Intelligenz nennen. Also, wenn ihr, wie ich, mit dem wenigsten Aufwand das bestmöglichste Ergebnis erhalten, also ich meine, wenn ihr intelligenter werden wollt, dann gönnt eurem Gehirn regelmäßig neue Erfahrungen. Probiert andere Perspektiven aus, so wie ihr neue Hosen ausprobiert. Geht spazieren, auch mal andere Wege. Lest Bücher, schaut Filme, lernt neue Wörter oder erfindet selbst welche. Ich weiß, es klingt total banal, aber alles Neue bringt euer Hirn dazu, auch neue neuronale Verbindungen zu knüpfen und eure Fähigkeiten zu steigern. Ja, das schließt auch ein, hier noch ein paar von unseren Videos zu gucken. Ich muss ja nicht die Glocke erwähnen, oder? Und die abonnieren. Ja, oder ihr schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr euren Horizont sonst so erweitert, auch für die anderen. Und hey, nicht nur Drogengeschichten. Das Großartigste ist ja, dass das Hirn so wird, wie man es benutzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.